Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Autschen, habe ich mir jetzt was getan oder nicht? Effektive Verdauung, trinken, maximaler Ausdauerbonus. Nö, alles gut. Alles tutti. Okay, wir waren beim Looten dieses Hauses hier drüben. Stehen geblieben sozusagen. Da kommen wir so nicht rein, das heißt, da müssen wir unten drunter. In diesen ominösen Keller runter. In der Hoffnung, dass es jetzt hier in den letzten Minuten keinen Respawn gab. Sieht aber gut aus. So, hier unten waren wir drin. Da ist tatsächlich was hinter. Kann man da irgendwie ran, ohne. Ja. Na? Ohne dass wir das jetzt aufkloppen müssen. Ha. Gut, so. Ich mag das hier ja jetzt nicht so, ne? Ha. Himmelarsch und Zwirn. Hier kommen sie aber gleich von allen Seiten, ne? Habe ich nachgeladen? Ja. Lass das nicht umarmen. Ich möchte nicht umarmt werden. So, schnell mal eben nachladen. Und bevor sie hier wegdroppen, nochmal eben irgendwie ein Screenshot machen. Da habe ich mich jetzt doch tatsächlich ein bisschen verjagt getan. Cool. Ein Buch. Nee, ich möchte ins Inventar. Schnell zu schleichen und dabei nicht außer Atem zu kommen, braucht keine Übung, aber es ist braucht. Zu kommen braucht Übung, aber es ist möglich. Verbrauche keine Ausdauer, wenn du schleichend sprintest. Cool. Ja, für Lau nehmen wir das doch mit. Alter, ich brauche eine Wrench immer noch. Da geht's weiter runter. Was muss ich tun, um in diesem Laden hier eine Wrench zu kriegen, Mensch? Eine Wrench, Mensch. Mensch, eine Wrench. So, hier hinter ist nischt. Hier hat, glaube ich, irgendeiner rumgestanden, ne? Nette Botten. Unsere sind netterer. So, da war ich dran. Hier vorne habe ich ja auch alles weggelootet. Sehr schön, sehr schön. Das hatten wir. Drüben war nix. Da steht noch ein Köfferchen. Himmelsakrament noch einmal. Wer denn jetzt? Nur du oder kommt da noch jemand? Bleib liegen. Tönk. Bisschen hohl im Kopf, ne? Oh, Moment. Bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich den gerne reparieren. Nur für den Fall der Fälle, ne? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Alter, so viel Messing, wie ich hier finde. Na, es ist, ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Messing soll. Na gut. Im Zweifel könnte man es wahrscheinlich verticken oder sowas, aber Holz.
War ja klar, war ja klar, war ja klar. Alter. So, ich hätte jetzt, glaube ich, noch wie viele Punkte zu verticken? Einen. Nee. Das wäre jetzt nur für Schätze. I don't need that. Werkzeuge. Bla bla bla. Schlösserknacker, Spion, Prügelpeter, könnte ich einen besseren Dingens machen? Packesel, könnte ich mal mit mir rumschleppen? Chefkoch, Bergarbeiter, Hauptader, Heilfaktor, da müsste ich, glaube ich, dann wieder noch in die nächste Stufe investieren vom Landleben, ne? Wäre auch nicht schlecht. Irgendwo ist er jetzt oben durch. Tüftler, Mechaniker, Minimotorrad. Da muss ich was sein? Level 4. Es bringt nichts, dass ich nur die komische Mütze hab, die Brille auf hab. Aber komm. Komm, kaufen uns das. Dann kann ich nämlich als nächstes hier in Tüftler gehen. Nee, in Minimotorrad. Und dann überspringen wir einfach das blöde Fahrrad und gut. Nee. So, da war ich gerade drin. Hier ist eine Leiter. Hoppe, hoppe. Reiter, wenn er fällt, dann Leiter. Oder wie ging dieser alte Kinderreim? Da ist ein Fass und eine Butze, dann wird da auch irgendwo zwei Stoff. Nein! Deswegen immer nachladen, verflucht. Deswegen mag ich dieses blöde Mistding nicht. Das braucht so lange und ist so unschön. Jetzt ist meine UI übrigens wieder weg. Also, I don't know, was das Problem ist. Schürfwunde. Schrammen und blaue Flecken sind die am häufigsten auftretende Art von Verletzungen, die mit der Zeit heilen. Eigenschaften oder medizinische Gegenstände wie Aloe-Creme, Erste-Hilfe-Verbände oder Verbandskästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Deine Max-Gesundheit ist um 4,5 Punkte verringert. Heilungsgeschwindigkeit 120%. Das heißt, ich habe was? Gesundheit 83. Okay. Noch mehr Messing. Wow. Weil wir ja nicht schon so viel Messing haben. Ist hier hinter noch irgendwas? Nee.
Stoff. Alter, was habe ich denn jetzt hier für... Warum habe ich in Loot investiert, wenn ich sowieso nur Schrott bei rauskriege? Das hier habe ich schon gelesen. Super. Kenne ich schon, kann ich schon. Dankeschön, Wiedersehen. So, das ist dann diese Dingens hier gewesen. Ne, den Müllhaufen habe ich ja alle, oder? Ja. So. Das heißt, jetzt müssen wir hier runter. Ob ich das wirklich möchte, ich weiß es nicht, aber wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Ba, 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 ba. Da ist er wieder, der wütende Klaus. Gefolgt von Ingo. Und Ymir. Jetzt ist aber mal gut hier mit dir, Freundchen. So, sicherheitshalber nachgeladen. Er ist immer noch nicht. Oben irgendwo. Oder so. Hier hinten rum oder sowas gibt es nicht auch noch irgendwo ein Geheimversteck-Backpack oder sowas, ne? Naja, schade, leider nicht. Oh, obwohl. Da trifft sich gut, dann essen wir nämlich diese Dose gleich mal. Dann kann ich auch die Dose zerlegen, die wollen wir nicht mit uns rumschleppen. Es gibt hier hinten vielleicht auch noch mal sowas? Nee. Wo auch immer. Derjenige oder diejenige sich rumtreibt, die ich gerade die ganze Zeit höre. Boah, ey. So intensiv rumgelootet hier und immer noch kein Dingens gefunden, noch keine Ranch. Hier ist nix. Na super. Aha, da ist einer, da ist jemand, da ist jemand. Immer wild wütend drauf los. Haha, das passt ja auch so gut zu mir. Ach, ne Dingens kann ich schon. Okay. Was kannst du? Punktiert deine Nennung, wenn diese Technik Lungengänger nicht durchbleibt, ihnen aber zumindest Luft weg. Entworfene Speere, die Körper treffen, haben. Okay.
Gut, bringt immerhin Skillpunkte auch, ne? Das ist ja jetzt auch nicht unwichtig. Schuhe. I don't need Schuhe. Was können die hier? Nichts anders oder besser als meine. 9 und 7, 8 und 2. Hier haben wir noch einen lustigen Poncho. 14 und 1. Der ist natürlich geil gegen Hitze und nicht so gut gegen Kälte. Die ist wiederum gut gegen Kälte und nicht so gut gegen Hitze und hat dann noch Laufgeschwindigkeiterhöhung. Also behalten wir die erstmal im Auge. Nee, an. Behalten wir sie an. So, jetzt hat man hier drüben noch eine Tür. Okay, hier ist scheinbar soweit erstmal keiner drin. Komm, den Kochtopf, das tut mir jetzt leid, das zerlegen wir. Das kostet mich alles nur Stauraum. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich tatsächlich auch schon wieder überladen bin. So, das war die Toilette. Von da bin ich hergekommen. Hier ist noch ein Medizinschränkchen. Cool, Painkiller. Okay. Danke, Nägel. Tschüss, Nägel. Uah. Ja. Du Unhold, du. Und das bei diesen miserablen Lichtverhältnissen. Ich wusste, dass sowas passiert. Komm, eine Wrench, eine Wrench. Alter, so viel Acid wie jetzt hier habe ich ja noch nie gefunden. Also. Jetzt eigentlich gedacht, dahinter ist jemand, aber dahinter ist keiner. Zumindest jetzt nicht. Hey, Messing. Ich sollte einen Messinghandel aufmachen. Das, warum ist eigentlich hier unten die FPS-Zahl so unterirdisch? Der muss doch gar nicht so viel dastehen. Hier ist doch keine Weite, keine Bäume, kein Gedöns. Haben wir, haben wir, haben wir. Der kann nix. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas Cooles? Irgendwo, irgendwie? Mensch, eigentlich wollte ich ja in dieser Folge das Ding noch durchgelootet haben, aber scheinbar wird das hier auch wieder nix. Mal gucken, hält das, wenn ich das jetzt hier dran montiere oder kracht das alles ein? Aha. Oh, eine Mutti. Die würde ich jetzt, glaube ich, gerne, gerne einmal. Gerne, gerne ist auch schön. Huch, da sind mehrere Leute. Okay, die plumpsen da runter. Ah, da ist noch ein Rocker. Geh aus dem Zoom raus, bitte. Und jetzt einmal.
Habe ich schon wieder Hunger? Meine Fresse. So, wie sieht das jetzt aus? Der Biker ist keine Ahnung wo. Warum ist die Mutti so doof und kommt nicht einfach hier so runter? Die sieht schon auch hässlich aus, muss man ja. Das muss man ja ganz einfach sagen, ne? Ach, da ist derjenige, den ich vermisst habe. Kommst du jetzt einfach mal so eben die Treppe rauf hier, dass... Was machst du denn für unhöfliche Dinge, ey? Springt der hier einfach rum und man sieht ja sowieso auch nichts, ne? Yay. So. Das bringt zumindest einen ganzen Arsch voll Skillpunkte hier. Also. Mechanica, wir können jetzt Minibike. Sehr geil. Wir fehlen uns ja nur noch eine Wrench, ne? Damit wir auch irgendwann mal damit anfangen können mit diesem ganzen Geraffel. Sonst bringt uns das ja alles nichts. Da sind ganz viele schöne Dinge. Kisten war das Wort, was ich suchtete. Fahrstuhl, da komme ich bestimmt nach oben in die Garage. An dem war ich schon dran. Soll ich mit so vielen Nägeln? Himbissakara mit noch einmal. Was bringt mir der Kaffee eigentlich? Ausdauerwiederherstellung, Kältewiderstand, Dauer 3 Minuten. Wie geht's mir sonst so? Gesundheit 95, ich habe immer noch eine Schürfwunde, bin überlastet und hungrig. Boah, würde ich sagen, trinken wir mal was, ne? Wobei, das wäre natürlich der perfekte Cliffhanger ever. Bevor ich jetzt hier lange rumdoktor, machen wir es einfach so. Cliffhanger, ne, jetzt hier irgendwie die Kisten da nicht zu öffnen. Aber ich glaube, ich kann selber nicht bis zum nächsten Mal warten. Wow! Was haben wir hier? Eine doppelläufige Schrotflinte. Ja, geil. Gerne. Eisenbolzen für Armbrust. Zerlege ich. Das Knochenmesser. Schleichschaden 400. 23. Das brauche ich theoretisch nicht. Das lassen wir auch hier. So, was sind das? Gedämpfte Verbindungsmods, Geräusch minus 8%. Kann ich die vielleicht schon irgendwo rein nübbeln, was ich hier so habe? Verändern, habe ich da Platz? Da könnte ich die reinmachen. Ja, schon nicht ganz leise. So, ich habe leider nur 5 Schuss, aber irgendwie. Nee, Leute, da müssen wir jetzt, da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Das geht so nicht. Kann ich nicht. Alter, weil mir Steine fehlen. Okay, dann machen wir das so. Das lasse ich hier. Eins und sechs. Fünf und fünf. Aber der andere hat nur... Naja, gut. Verkaufen bringt mir auch nicht so viel. Nee. Das zerlege ich lieber. Kommt Leder bei raus. Nee, ich... Da
Das lasse ich jetzt hier. Working Stiff Tools. Ich habe so viele Punkte in Luken gesteckt und trotzdem eine 5er Steinschaufel. Jo. Hm. Ich bin begeistert. 5er Steinschaufel. Ich brauche eine Wrench. Einfach nur eine Wrench. Auch eine 1er. Ist mir egal. Hauptsache eine Wrench. Schrott. Alles nur Schrott. Huch. Ne, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht so hin. Das ist ja unhöflich hier. Komm, geh hier rauf. Gibt es hier noch irgendwas anderes oben drauf? Außer so ein Kondensator-Dingsbums. Bitte rauf auf die Leiter. Cool. Eine Workbench. Jetzt bin ich in der Garage. Würde ich mal behaupten. Ach, das ist einfach nur Deko, damit man hier reinguckt, oder was? Okay. Okay. Ja, Munition, nicht schlecht. Die muss ich aufhacken, mal gucken, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich eine Steinschaufel. Alles, toll. Nur Kokolores hier, nur Kokolores. Sieht auch interessant aus. So, wie komme ich jetzt hier raus? Muss ich mich dann jetzt hier durch die Dingens hacken oder was? Weil die ist ja verschlossen. Das hat 2500, das hat 1000. Gibt's hier keinen schnellen Weg raus? Na gut, wenn es ein... Es gibt einen schnellen Weg runter, ja. Wenn es hier einen schnellen Weg raus gäbe, dann, ne? Gäbe es ja auch einen schnellen Weg rein. Das ist ja das Doofe. Aber muss man hier den Sums tatsächlich bis zum Schluss dann wieder... Nee, hier war ich schon. Ich muss ja jetzt hier hinten lang. Wenn ich dann hier oben rauf komme. Huch. Also jetzt habe ich wirklich noch mehr Krach, kann man kaum noch machen als so. Wie ich hier durchlaufe.
Ausdauer, was sagt die Ausdauer? Ausdauer, Ausdauer. Okay, Heilung. Ich bin maßlos überlastet. Da waren wir dran. Jetzt sind wir im Keller. Da ist die Bar. Und da geht's raus. Alter. Vor allem hier gibt es keinen, wirklich keinen anderen Ein- und Ausgang, ne? Und weil das Ding ist, guck mal auf die Uhr. Das Looten dieses Gebäudes, nur alleine dieses Gebäudes, hat uns jetzt tatsächlich den gesamten Tag gekostet. Zwei Folgen und den gesamten Tag ist. Wow. Also, das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut, das Haus haben wir dann auch erledigt. Moment, ich muss da mal kurz irgendwie was hinmachen, damit man weiß, dass wir hier schon waren. Ich glaube, ich habe Hunger. Kann man den? Am Gesicht fortgeschritten. So. In der Hoffnung, dass wir das uns merken können. Also Pfeil nach oben, wenn er da steht, heißt, wir waren da schon. Gut, so, also ich habe ganz schön Hunger, glaube ich. Also wenn ich hier unten, ne, wenn ihr mal unter die Donnerbüchse schauen wollt. Ich habe sehr viel Hunger. Ich habe volle Taschen. Viel. Also einiges gutes Zeug gekriegt, aber leider immer noch nicht das, was ich wirklich brauche. Also das finde ich mehr als unschön, muss ich sagen. Dass wir immer noch nichts Ranch-ähnlich. Also normalerweise findet man das doch spätestens, ich sag mal, im dritten Haus oder irgendwie sowas. Findest du da irgend so eine beklöppelte Ranch, das kann nicht wahr sein, dass wir hier so gar nichts finden. So, da. Aua. Hallo? So, weg da. Okay, dann. Oh, guck mal. Anbau, Anbau, Kartoffelpflanze. Zack, geerntet, zwei Kartoffeln. Es geht voran. Wir haben zwei Kartoffeln. Wuhu. Aber ansonsten auch tierischen Hunger. Komm, wir essen das jetzt hier einfach mal. Ab dafür und weg damit. In der Hoffnung, dass wenigstens so ein bisschen was zurückkommt. Tokens habe ich hier drin, Plastik. Das hier Größe, glaube ich. Das hier auch. So habe ich hier noch Munition. Ich sollte mir, glaube ich, mal so eine Händlerkiste zulegen, wobei der Händler ging ja auch immer noch nicht. Vielleicht müsste ich tatsächlich auch eine neue Karte anfangen, damit die Probleme hier weg sind. Aber ich würde erstmal so die Alpha weiter über versuchen, das so damit hinzukriegen. Also in der Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich irgendwann mal nochmal wieder besser wird oder anders wird oder so. Also dass die Fehler beseitigt werden. Das meine ich damit. Nein, nicht zerlegen. Ich möchte nur die blaue Farbe daraus haben. Und hier, ich gehe das Lila raus. So, und dann kommen die Farben erstmal hier oben rein.
Bring mir die im Verkauf 50, ja. Junge, nimm die Cowboy-Stiefel. Nimm sie endlich. Doppelläufige Schrotflinte. Ich habe noch einiges an Dingens. Dafür habe ich auch nur 25 Schuss, aber prinzipiell sind die ja gar nicht mal so uncool. Oh. Habe ich da irgendwas drin? Nö. Dann trage ich doch lieber hier den Dreier als das Zweier-Dings hier. Nimm. Nimm. Ach komm. Jetzt lass mich in Ruhe. Der Poncho kommt noch hier rein. Das kommt noch hier rein. Und dann haben wir hier so viel Messing, was irgendwo hin kann. Okay, erst einmal anklicken und dann benutzen. Irgendwie so. Gut, das Haus da drüben ist also erledigt, ist gegessen. Geschichte kann man abhaken. Was das ist, weiß ich nicht. Gehen aber dann da als nächstes hin. Was wir dann jetzt in der Nacht machen, müssen wir mal schauen. Irgendwas werden wir schon finden. Der Mais hier ist immer noch im Anbau. Aloe Vera. Ja, cool. Kartoffeln wachsen und gedeihen. Ich find's gut. Damit soll es das jetzt für diese Folge und für diese klitzekleine Aufnahmesession von 2 Folgen gewesen sein. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns hier in der Alpha 19 in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.